1,7. Und Hinterachse hatte so 40 Grad. Ich habe jetzt auch neuerdings irgendeinen ESP-Fehler drin, scheinbar. Weil mir geht immer das ESP wieder an. Ich hatte heute Morgen einen Motorcheck leuchten, als ich angemacht habe. Wir haben den Fehlerspeicher gelöscht. Ja, mal schauen.
Nein, mach das. Drück ein bisschen mit dem Heck, aber perfekt. Also einlenken, brauchst du eigentlich nur denken, ne? Ja. Das Auto fährt da einfach hin. Das bist du ja, wenn du Fronttriebler oder solche Hang-on-Allradler fährst, normal gar nicht mehr gewöhnt, ne? Ja. Einfach mal durchrollen lässt. Also da auch bei meinem